Ja, moin moin zusammen, hallo. Hier ist der Hendrik Nummer von den Twitch-Piraten. Ja, eigentlich moin moin ist ein bisschen übertrieben. Wir haben es jetzt 23:10 Uhr. Ja, genau. Ich hatte ja vorher gesagt, ich werde den Stream auf jeden Fall heute nochmal anschmeißen. Ja, oh, und da ist schon gleich der erste. Ja, moin, jo, was? Joe Brown, Joe Ground Huis. Joe, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, du. Hi, Joe. Auf jeden Fall. Oder, ja, ich bin mir nicht sicher, ob du Deutsch oder Englisch sprichst. Das Huis könnte niederländisch sein, aber ich weiß es um genau zu sein nicht. Ja, moin moin erstmal, hallo. Ich bin hier in einer weiteren Runde Gold Rush. Und wie ihr euch erinnern könnt, ja genau, ich hatte hier einen fliegenden Bagger, den ich irgendwie partout nicht beheben konnte. Es war aber zum Glück nicht im Stream Safe. Im Stream Safe waren wir hier stehen geblieben. Streng genommen oder noch viel strenger genommen. Ah, laden wir das Ding jetzt erstmal rein. Streng genommen war das damals so, mir wurde nahegelegt, dass ich doch bitte noch einen Platz kaufen sollte und mir eine Maschine zum einmal rumbohren mieten sollen, wollen würde oder so ähnlich. Und ja, daraufhin habe ich festgestellt, ich habe zu wenig Platz. Daraufhin habe ich nochmal irgendwann für 50 Minuten oder sowas den Stream angeworfen. Also nicht den Stream, sondern ich habe ein Recording angeworfen. Indem ich nochmal ein bisschen Gold abgebaut habe. Das findet ihr übrigens alles auf YouTube auf dem Kanal. Also ist nicht verloren und ist auch nicht irgendwie weg oder für immer. Also ihr könnt es nachvollziehen auf jeden Fall. Auf YouTube sind die Dinger sortiert. Und da hatte ich noch ein bisschen Kohle. Wir haben jetzt 66.000, denn wir brauchen einmal für das, was wir vorhaben, einen weiteren Platz auf der Parzelle, weil der große Bagger reicht da nicht mehr aus und der kostet halt einfach mal 20.000 auf einmal. Und ja, müssen wir wohl machen, geht nicht anders. Dann brauchen wir natürlich eine Gerätschaft hier, und zwar zu mieten, und zwar einen Bohrer. Mir wurde nahegelegt, ich soll mit diesem... Nee, das war nicht der Bohrer. Das war auch nicht der Bohrer. Wo ist denn der Bohrer? Ich hatte doch irgendwo einen Bohrer gesehen. Nein, nein, nee, das auch nicht. Das sieht zwar schon gut aus, hat aber nicht viel von Bohren. Nein, nein. Sag mal, wo war denn der... Ah, da ist er. Haha, da ist er. Gut versteckt. 78.000 ist ein bisschen heftig. Würde ich aber auch gerne nicht kaufen, sondern ich würde ihn täglich mieten. Deswegen einmal mieten bitte und das Ganze dann hoffentlich, nein, noch ist er nicht gemietet, Cash out, ein Erdbohrer zur Miete, genau, einmal bestellen und den würde ich dann gerne zu dieser Old Arnolds Parzelle hintransportieren lassen, kostet 1500, bitte einmal bewegen und dann wollen wir doch mal schauen, wo da das Gold ist. Und das ganze Rechner erscheint mir irgendwie noch ein bisschen leise, kann das sein? Wo ist denn jetzt meine Maus hin? Da ist meine Maus hin. Sieh an, auf einmal wird's laut. Überraschung. Nee, so Überraschung ist es natürlich nicht. So eine Überraschung ist es natürlich nicht. Wir kennen das. Kennen das aus dem OMSI gut genug. Jetzt gibt es einmal ein Geruckel wieder. Und dann wollen wir dieses Ding mal auseinandernehmen. Also nicht den Erdbohrer, sondern, ja, ihr wisst schon, halt das Feld, um zu schauen, wo ich überhaupt graben muss. Au. Au. Nee, gar nicht mal au. Aber gut gekriegt, die Runde. So, aber ich würde mir... Nein, nein, nein. Ah! Ja, löse die Handbremse. Ja, nu, wieso war die überhaupt angezogen? Egal. Brauchen wir uns keine Gedanken drum zu machen. Wir fahren jetzt erstmal hier Richtung Claim. Ich spiele ohne Gamepad. Ich spiele momentan mit Maus und Tastatur. Gamepad habe ich normalerweise bisher nur dran bei SnowRunner. Bei SnowRunner und früher bei Assassin's Creed, da war es Gamepad nahezu unverzichtbar. Das hier spiele ich mit Maus und Tastatur. Ja, Berliner Boy, ursprünglich wollte ich schon viel, viel früher, aber du weißt ja, wie das ist, ne? Dann nimmst du dir was vor, da gibt es einen schönen Spruch, der heißt, willst du Gott zum Lachen bringen, dann mach Pläne. Und ja, das trifft halt leider gerade sehr auf mich zu.
Ich wollte eigentlich viel, viel früher schon streamen. Aber was willst du machen? Steckst du nicht drin. Ja, wie gesagt, erschien mir ein bisschen, einmal war es ein bisschen sehr, sehr kurzfristig und zum Zweiten ist es so, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, oder wie soll ich sagen, ich neige dazu, dass ich mich sehr, sehr reinsteige in Spiele. Das ist leider ein sehr, in meinen Augen ein sehr, sehr negativer Punkt, muss ich jetzt eigentlich drücken. Kabinenkammer, nächste Kamera, frei, rechts drin, links drin, Bremse, Gaspedal. Nächste Maschine, vorige Maschine. Ah, F, Bohrer sinken. Guten Abend, Mikey, grüß dich. Basti, ja, die Sache ist die, ich neige dazu, mich sehr, sehr reinzusteigern. Es hat zur Folge, dass ich, wie soll ich sagen, dass ich das spiele und sonst relativ wenig oder bis gar nichts anderes. Und das ist ja auch irgendwie doof. Um das zu umgehen, habe ich mir vorgenommen, dass ich eigentlich mal die Finger weglasse von OMSI und zwar am Dienstag, Donnerstag und Wochenende. Dafür Montag, Mittwoch, Freitag permanent drin. Früher habe ich am Sonntag auch noch eine Leitstelle gefahren, aber das ist schon ziemlich heftig dann. Ja, danke, wie gesagt. Es führte wie gesagt dazu, dass dem Unternehmen geht es nicht schlecht, keine Frage, aber mir geht es halt nicht so gut. Und ich merke das halt nicht. Das Ganze artete früher noch viel, viel mehr aus. Da gab es ein Spiel namens Star Wars Galaxies und in dem, wie soll ich sagen, der Eis, der hat es mal schön gesagt, ich habe mir da ein Häuschen gebaut, sowohl im übertragenen als auch im nicht übertragenen Sinne. Das heißt, ich war wirklich in diesem Spiel zu Hause. Ich kam da nicht mehr von weg. Und das ist halt blöd. Das ist halt einfach blöd. Und so einen Zustand möchte ich eigentlich für OMSI vermeiden, weil OMSI ist ein sehr, sehr schönes Spiel und na, wieso wendet der jetzt so rum? So soll er wenden. Und halt. Deswegen, wie gesagt, sorry, wenn ich da jetzt nicht jedes Mal jeden Tag dabei bin. Bei Zollys Leitstelle, das sehe ich sowieso auch genauso kritisch. Ich weiß es nicht. Also Zolly hat ja ins Forum da geschrieben, dass er am Samstag eine Leitstelle auf Alu macht. Also erstmal Alu, Janu ist eine Karte, die man relativ häufig bei Leitstellen findet. Zum Zweiten mache ich mir auch da wieder Gedanken. Also von Zolly habe ich auch eigentlich im letzten Monat nichts gehört, mit Ausnahme von diesem Jungs, ich mache eine Leitstelle, kommt doch mal alle vorbei. Ja, ich bin mir nicht sicher. Bin am Samstag auch nicht sicher. Ich müsste mal diesen Monat probieren, ob man vielleicht mal ohne Leitstelle hinkriegt. Mal sehen. Ach, ein Nugget. Wow, ein schweres Nugget. Ich glaube, der Rekord beim Nugget liegt ungefähr bei 1 Kilo. Vielleicht können wir den ja noch brechen. Wie sieht das hier jetzt eigentlich aus? Und zwar Parzelle 1 immer. Da haben wir gebohrt bisher. Also bisher ist es nicht sonderlich viel, was wir hier angebohrt haben. Okay. Im Endeffekt, was wir machen, ist Probebohrung. Möchte gerne wissen, in welcher Bodentiefe wie viel Gold zu finden ist. Ja, davon hängt es im Endeffekt ab, wo wir hier hingraben werden. Bisher graben wir hier eigentlich nur so müde am Stück. Und das ist halt auf Dauer nichts. Also das sorgt halt schon dafür, dass man einen gewissen Umsatz hat. Das sorgt dafür, dass man einen Umsatz von, was weiß ich, 20.000 in der letzten Stunde gemacht hat. Allerdings auf Dauer ist das nichts. Ich möchte hier möglichst viel Gold rausholen aus dem Boden. Deswegen interessiert es mich, welche Felder hier sehr, sehr viel Gold drin haben. Deswegen wird jedes Feld einmal angebohrt. Und dann weiß ich genau, in welche Richtung ich mit dem Bagger graben muss, damit ich irgendwann mal da bin. Ich möchte ja im Endeffekt eine Straße dahin bauen. Im Endeffekt soll das Zeug da hinten ja alles noch richtig aufgerüstet werden und ich hoffe, dass es mir nicht wieder um die Ohren fliegt wie beim letzten Mal. Also beim letzten Mal ging der Bagger sehr, sehr eigentümliche Wege.
Und damit meine ich, er flog. Er flog über die gesamte Karte und er flog so lange, dass es nicht mehr anders ging. Das heißt, ich konnte den auch nicht irgendwie wieder zurückholen oder ähnliches. Der ging halt einfach fliegen, da war er weg. 111 Gramm, das ist ja irgendwie ziemlich variabel hier. Aber ist in Ordnung, natürlich, klar, das Gold nehme ich mit. Ist es hier eine recht eintönige Arbeit, da stimme ich zu, aber was willst du machen? Aber was ich machen will, genau, während der hier noch munter vor sich hinbohrt, ich könnte natürlich einfach mal in den On-Air-Kanal immer auf dem Discord reingehen. Das könnt ihr auf jeden Fall. Gibt's immer noch nichts? Ach ja, jetzt wird schon ein bisschen heller. Aber halt auch noch nicht ganz. Ich hätte halt natürlich schon noch gern so ein bisschen mehr. Also so richtig goldgelb. Also gelbgold. Also, na, ihr wisst, was ich meine. Das dunkelgelbe hier. Das hätte ich gerne. Davon hätte ich gerne eine ganze Reihe von. Halt, und fährst du? Halt, hat er da sollst du. Nein, bleibst du wohl. So ist brav. Und Joe, wie gesagt, mit Gamepad spiele ich, wollte dir auch sagen vorhin, mit Gamepad spiele ich Spiele wie eben die Assassin's Creed-Reihe, mit Gamepad spiele ich den, wer ist da, SnowRunner. Haben tue ich eins natürlich, ich habe auch Lenkrad und das Lenkrad, das brauche ich halt hauptsächlich für den Bus-Simulator. Früher auch für ein ETS, aber ETS ist jetzt nicht mehr so ganz mein Fall. Aber haben tätig eins, ja. Hat mir irgendwann mal Bekannte gesagt, ich hatte früher immer solche Billigdinger geholt von eBay und ähnliches und Amazon, die Hauptsache günstig und die kosteten dann meistens so, weiß ich. Mal 10 Euro, mal 12 Euro und die haben halt dann irgendwie einen Monat oder zwei gehalten, danach gingen die wieder kaputt. Halt einfach Verschleiß, also kaputt gespielt quasi und irgendwann hat mein Bekannter aus Berlin einfach mal ein Rad gegeben, ja kauft der halt mal ein anständiges, so eins von der Xbox, bisschen jeck. Die Dinger kosten 50 Euro, wenn es billig ist, kauft doch keine 50 Euro für ein Gamepad. Dann sagt er, ja, mach halt einfach mal. Die taugen schon was. Na gut, habe ich gesagt, in Gottes Namen, dann gib mal so ein Ding her. Und da habe ich mir so ein Ding zugelegt von der Xbox und ja, wie soll ich sagen, ich habe es nicht bereut, denn das Ding hält momentan Jahre, wirklich Jahre und es wird nicht gerade geschont. Also okay, es ist jetzt nicht jeden Tag im Einsatz, aber ich habe damit Assassin's Creed 2, 3 und 4 durchgespielt und das ist schon eine Menge Klickerei, du.
Die Frage, die ich mir hierbei immer stelle bei dem Bohrer, wie tief kann der überhaupt bohren? Oder kann der überhaupt tief bohren? Ich meine, da drüben am Rand, da sieht man ja schon, dass es da quasi nicht weitergeht, weil es da Geröll ist. Das könnte ich einmal ausprobieren, dass ich hier einfach bis zum Rand hinfahre. Also natürlich Stück für Stück. Hier kann ich mir vorstellen, dass das noch sehr, sehr weit runter geht. Aber da am Rand kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es sehr weit runter geht. Das wird wahrscheinlich abflauen so ein bisschen. Die Frage ist, bohrt der da auch so tief rein? Oder sagt der mir irgendwie, kann nicht tiefer bohren, weil Geröll im Weg oder irgendwie sowas. Probieren wir es einfach mal kurzerhand aus. Das kann schon passieren. Das Ding ist ja eh nur gemietet, ne? Hier müsste ja den Geröll kommen, theoretisch. Ah, schau. Ja, er hat einen Widerstand. Cool. Okay. Wurde doch ein bisschen intelligent programmiert. Na gut. So, wie schaut es jetzt eigentlich mittlerweile aus hier? Immer noch hellgelb. Das heißt, wenn wir gerade hier stehen, dann werde ich ja wahrscheinlich hier eine Straße durchziehen. Vorausgesetzt, man kommt irgendwann mal zu den dunkelgelben Feldern. Hier gibt es noch eine Menge nachzuschauen. Und zurückgeben dürfen wir den nachher auch noch. Also so viel Kohle haben wir noch nicht, dass wir hier anfangen können, die Sachen in Masse zu kaufen und vor allem auch in Masse zu stapeln. Also kurz, wir müssen noch eine Menge zu tun hier. Tage noch bis Sommer, da müssen wir unbedingt uns noch was überlegen. Ne? Im Sommer werden die Temperaturen höher gehen und der Fluss da hinten eintrocknen. Dann haben wir entweder einen Tank oder ein Problem. Oder beides. Also Tank, weil der Fluss kein Wasser führt und woher sollten wir das Wasser bekommen? Problem, weil wir kein Wasser mehr haben. Oder beides, wenn der Tank leer geht. So, wie schaut es jetzt eigentlich aus? Da haben wir doch gerade eben noch eine Reihe weiter gemacht. Nee, das ist immer noch zu hell. Dunkelgelb soll es werden. Wir sind ja gerade eben bei der Stufe hier. Wir wollen zu der hier hin. Ja, grüß dich, Elvi. Hi, Elvi. I'm not sure which language you're in.
Die Sprachen, die ich spreche, sind Deutsch und Englisch. That means the languages that I know are German and English. So. Welcome to the stream. Der Stream ist irgendwas mit Gold und Rauschen. Ich habe dann noch ein zweites Spiel gerade am Lager, das nennt sich Gold Hunter. Das werde ich danach irgendwann nochmal streamen. Also wahrscheinlich heute nicht mehr, aber allgemein schon. Da habe ich mich für die Beta jetzt angemeldet, also Early Access heißt es, soll ich ja immer noch. Und ja, es soll angeblich ein Multiplayer Gold Rush sein und das klang schon mal sehr interessant. Okay, 78 Gramm. Und im Endeffekt bin ich auf der Suche nach, ja, nach einer Ader. At the moment I'm searching here for the location in Rich Squadron here. Rich Square, the gold is. Dann werden wir sehen. So, damit waren die hier soweit durch. Nee. Nee, nee, nee. Immer noch Schrott. Immer noch Schrott. Also die ganzen Nuggets, die hier ausgrabe, allein die wären wahrscheinlich die Maschine schon wert. Das Ganze hier ist, wie ihr seht, wahrscheinlich auf Schwierigkeit Medium. Weil ich war mir nicht sicher am Anfang, ob die Fehler, die sie früher hier drin hatten, immer noch da sind. Also es gab hier früher mal Fehler drin, die besagten zum Beispiel, dass im Herbst, wenn hier da bisher Sturm und Gewitter aufzieht, wenn der Blitz in irgendwie einschlägt, dass dann auf einmal alle technischen Geräte komplett vollständig zugleich kaputt gehen. Und zwar auch dann, wenn sie gerade nicht eingeschaltet sind. Das war ein bisschen blöd. Und ich diese Beschädigung halt ausschalten wollte und das geht halt leider nur ab Medium. Deswegen spiele ich hier auf mittlerer Schwierigkeit. Motherfucker. 5 Feier Autosave gibt's und genau, moin moin Erik, grüß dich. Oder guten Abend, besser gesagt, moin moin ist ein bisschen übertrieben. Wie du siehst, bin ich hier gerade immer irgendwas mit Gold und Rauschen. Das heißt, ich bohre hier nicht nur Nase, sondern auch Felder an. Bin auf der Suche nach einer Goldader. Stoß aber momentan eher auf eine Geröllader. Und habe noch eine Menge Felder vor mir, die hoffentlich irgendwann einmal ein bisschen was an Gold ergeben.
Grüß dich, moin, moin, Tim. Ja, wie gesagt, kannst du gerne tun. SnowRunner habe ich schon, also ich bin gerade bei dem Punkt da, wo ich die Brücke repariert habe und drüber gefahren. Also ich bin irgendwie bei 3% erst. Na, wieso fährt er jetzt nicht? Irgendwo, achso, im Grunde. Ah, jetzt fährt er. Allerdings, auch mein Stream wurde ja aufgezeichnet und befindet sich noch auf Twitch und in Kürze auch auf YouTube. Sag mal, kann man das Schild da vorne eigentlich anheben? Kann Bohrer heben und senken? Nee, ganz offensichtlich nicht. Das ist aber doof. Ja, genau. Zuerst sagte er mir, lass die Handbremse los. Und danach sagt er, du kannst die Handbremse nicht loslassen. Ja, das ist, das sorgt für rege Heiterkeit hier. Wie schaut es denn jetzt hier eigentlich mittlerweile aus? Immer noch alles hellgelb, ich glaube da nicht. Das ist doch alles nicht mehr feierlich, du. Der Claim ist noch eine relativ große Fläche hier. Ich suche dieses Dunkelgelbe hier, dieses Goldgelbe. Ja, Gold halt, ne? Aber was kriege ich? Ja, Blech. Könntest du umbenennen in Blechrush, das hat doch auch was. Also ich probiere jetzt einfach hier weiter, weil es wäre natürlich mein Wunschtraum, dass das hier in diese Richtung auch weitergeführt wird. Dass in diese Richtung eine Ader, dass hier eine Ader ergibt, das wäre super. Wenn es hier eine Ader gäbe, das wäre geil. Aber ja. Man erwartet es ja nicht, ne? Man hofft es ja bloß. Die ganzen Nuggets, die man hier rauszieht, die sind auch immer feierlich. Muss am Bohrer liegen. So viel hatte ich vorher mit dem Bagger nicht. Bei SnowRunner war so witzig, gespielt habe ich es wie gesagt 2,5 Stunden lang und habe 3%. Also das wird sich auf jeden Fall noch ein bisschen hinziehen. Nee, auch da bisher nicht. Sind zwar einige Nuggets im Boden drin, aber auch irgendwie nicht die Ader, die ich mir erwünscht habe oder erhofft habe. Das ist natürlich sehr schade. Aber steckst du nicht drin, ne? Lights. Das Ding übrigens auf Echtzeit. Das heißt, Zeiteinheit mal 1 dürfte das, glaube ich, sein. Also nicht das Echtzeit, glaube ich, sondern die Einstellung. Oder? Es wird nicht heller. Es wird einfach nicht heller.
Also bei mir, wie gesagt, ich probiere bei Gold Rush relativ wenige Videos zu schauen. Das habe ich natürlich mal angeschaut oder ich habe bei dem Karoon habe ich es gesehen. Allerdings, ich möchte natürlich das Zeug auch in erster Linie selber machen und nicht einfach nur nachmachen. Also ich finde es schön, wenn Hilfe gibt, wenn Hilfestellung gibt, wenn man ein bisschen Hinweise gibt, aber so ein lehn dich mal zurück, ich mach das schon, das ist bei Diablo 3 super, aber hierbei eher nicht. So, und jetzt ist diese Reihe auch schon wieder durch. Ja, dachte ich mir, alles dunkelgelb. Hier drüben wird es ein bisschen hellgelber, das heißt, da können wir entweder das ganze Ding hier ausheben. Natürlich sucht man sich eher primär die Dinger, die ein bisschen mehr ergeben, wenn man sie findet. Ich denke, von da oben aus kommt man erheblich besser ran. Obwohl, da könnte ich ja eigentlich gleich die 61 und die Dinger hier auch alle mitmachen, oder? Das wäre quasi dann. Wenn ich ja eh schon da bin. Ach, dann machen wir die 61 und die 86 auch noch gleich mit, ne? Ich meine, welche Reihenfolge macht, sind ja wurscht. Machen müssen tue ich alle. Denn je schneller ich so ein hellgelbes erwische, ein goldengelbes, desto besser. So, und wir rein und wieder raus und gucken wir mal. Das klang jetzt falsch, ich weiß. Aber irgendwas müssen wir da machen. Wir müssen ja irgendwie rausfinden, ob da das Gold drin ist. Alles für einen scheiß Untergrund. Sorry. Aber es ist ein scheiß Untergrund.
Nee, alles dunkel. Richtige Ader gibt es hier nicht. Oh, von sowas sollte eigentlich der Bohrer kaputt gehen, oder? Wenn sich die ganze Maschinerie noch bewegt, während er schon Bohrer schon im Boden reintut. Das sollte in der Realität eigentlich schief gehen. Und nochmal rein. Sag mal, gibt es im Hintergrund keine Musik oder sowas? Einstellungen, Spiel, Ton, Ton, Ton. Lautstärke, Maschinen, Gesamtlautstärke, Umgebung, Musik. Ah. Anwenden. Sitzen. Und ab und zu mal F5. F5 ist dein bester Freund. Auch hier. Glaub mir. Alter, der viel zu weit, viel zu weit. Wird da auch anbohren, aber ich probiere es eher in der Mitte. In dem Feld hier.
Ich sah mittlerweile aus. Immer noch hell, immer noch nichts richtig wirklich golden. Sieht nach einer Nachtschicht aus. So viele Nuggets, aber immer noch hellgelb. Löse die Handbremse, haha, und wenn ich probiere die Handbremse zu lösen, ja geht nicht, haha, blöder Witz. Das sagte mir löse Handbremse, sagte, wenn die Handbremse löse, auch nur geht doch nicht. Ja, da sollten sie sich vielleicht mal einigen, du. Und die bitte warte, bis der Bohrer fertig gebohrt hat, und diese Käse. Habe ich das vor mir jetzt eigentlich untersucht oder nicht? Offensichtlich ja, 261 habe ich so. Immer 286, 287, gehen wir weiter. Nuggets sind alle schön und gut, aber wenn sie doch mal endlich mal eine Ader hervorbringen würden, das wäre halt. Okay, mein Ruhm wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Immer noch. Ja, es wird wieder grau. Ach verdammt, die Ader geht hier noch weiter.
Vielleicht sollte ich dann doch bis hier vorne weitermachen, ne? Mache ich das noch hier bis zum Rand und danach hier den das Zeug. Moment, bei welchem Punkt war ich jetzt? 3,36, 3,37 kommt das nächstes. Findet eine Menge Nuggets hier. Aber auch irgendwie fehlt mir halt auch eine richtige Ader. Wie schaut es denn jetzt mittlerweile aus? Haben wir jetzt mittlerweile irgendwas? Ach nee, ich habe hier sogar einen vergessen. In 362.
Warum habe ich 362 vergessen? Greeting, Salesman. I'm now from, as you see, the pirate from fishing to the pirate looking for gold. I know this is not the ocean and there are not other ships, so... And always only crap. Yellow crap. Light yellow crap. But no really. No real stuff. Weiter geht's auf 436, 437. Wo bist du denn? Da hinten bist du. $174 in the long run, huh? I will go this tour on next Friday. Next Friday I have a planned tour on $174 for 131 minutes, but in my case with 100% bonus, so I want to see what that will be at my as a payout. Yeah, there are things that everyone should have driven. 174 is one of them. The Glacier Express is one. Is another. So, schauen wir mal. Nee. Einfach nee. Wir haben 410 bis 310. 410 bis 310 mache ich weiter. No, Bad Kinsau, I've removed Bad Kinsau from my lists in my company because it's a nice overland map, but there are too many turns. If I want to have a map with many turns, I will drive on Römerberg.
Nee. Immer nur derselbe Schmarrn. So, let's see. No. No, 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 no. 309 bis 409 wird gescannt. Ich habe schon eine ganze Menge hier durchgescannt. Na? Thank you.
So, und da gucken wir wieder. Nee. Das ist immer nur dieses Stück hier. Gerade so, als wäre hier. Ich hoffe, er ist hier irgendwo bald mal richtig der Goldschatz, der Vorrat liegt, den wir so dringend brauchen. Ja. Auch von dem, was wir dann bisher herausgefunden haben, da können wir theoretisch alles hier abbauen. On the Yuling? I can imagine. Europe, that's quarter past midnight. So I think there are not many people on this time still playing the Omnibus Simulator. So, wie schaut's jetzt aus? Oh, haben wir jetzt mittlerweile was? Ach nee, aber da geht's weiter mit Hell. Okay. Müssen wir natürlich in die Richtung auch weiter scannen. Me not. I don't. I think I play only 30 or 45 minutes around that. And I played this day Banished. Then I promised that I would stream again on this day. So I do. The next time OMSI is tomorrow. I have my Dispo tours on Hamburg. Not as I imagined. Everything no, everything no.
259, 260. So, wie sieht das bei den beiden aus? 259, 260. Na, crap. Everywhere only crap. Dann 232. Sorry. Ich bin überzeugt, irgendwo hier wird es einen Quadranten geben, in dem ein bisschen mehr Gold drin ist. Nur finden müssen wir den halt, ne? Ich denke, das, was wir an Gold schon aus dem Boden rausgeholt haben, das rechtfertigt den Kauf von diesem Vehikel hier extrem. Na, heute noch.
So, wie sieht's hier aus? Warum eine 282? Warum jetzt 282 wieder nicht gescannt? Da war ich doch, sag mal. Wieso zeigt er mir das wieder als nicht gescannt an, als unscanned? 282. Na, heute noch. Ja, wird das hier bald mal was? Ja, fahr halt zu, du Depp. Na gut, wenn wir vorwärts nicht weiterkommen, dann fahren wir halt rückwärts. Irgendwie komme ich da hoch, bin überzeugt von. Gibt's doch nicht. Du hast links und rechts eine Kette drunter und kommst diesen kleinen Hügel nicht hoch. Oder willst du mich verarschen, Junge? Ins Feld Nummer 282. Weil er ganz offensichtlich übersehen hat, das zu scannen. Und dort das Probe zu bohren. Ich hatte dabei eine Erinnerung, dass ich hier alles gemacht habe. Zehn Jahre später. Ja, ich weiß nicht, warum der so lange hier braucht. 40 Jahre, 50 Jahre, passiert noch was? Ja, jetzt fährt er mal. No, Hillsman, no, sorry. I don't play Fernbus. Omsi is the only bus simulator I have in the play. Hat sich's wenigstens rentiert? Nein, hat sich nicht rentiert. 284 is next that I have missed. Wise choice, ja. F, the beginning, one moment, 284, crap as well. Crap, crap, everywhere, everywhere I see is crap on this claim. Everywhere crap. Okay, okay. But it's my dirt. wait a moment, where I have to go now? On number 231, 256. 231, 256. 231, 256. This way. Yeah, what I want to say. At the beginning, where before I played the Omsi the first time, I watched a streamer, and I asked him. I saw that he played both simulators. That means Bus Simulator 18 and Omsi. Asked him what he thinks what would be more realistic, and he told me that if I want to be entertained, then I should play Bus Simulator 18. But if I want more realistic buses with me, with more realistic physics and passengers who does not like if you drive or turn your bus with 40 kilometers per hour, then I should drive go with the Omsi. So I decided to buy the Omsi. I did not regret it yet.
So, I find many, many, many nuggets, but... Eight years, bro. And what do you think about the bus or Lotus or something? You have seen that the on many bus stations the advertisements, the commercials have changed. They downloaded new graphics from the internet to make an advertisement campaign for Lotus. Crap, okay. Yeah, I agree. I saw many streams on the bus. The concept of Lotus sounded interesting, really. A city, a European city where you can drive buses and trains and trams and control centers and I don't know the word for that, where the trains get their routes. You know what I mean? It's all playable by players, and that sounded really interesting, but I'm unsure if they can realize that. I'm still hoping that they do the OMSI with the better graphics or something. Yeah, Train Simulator have too. Train Simulator have too, but I don't play it very often. One moment. Now next line. No. No, only light yellow. Shit. Tramsim, okay. I think Tramsim sounds a bit boring to me. I know that there was a simulator for the subway. It's a tunnel with some underground stops. Did not sound very interesting to me, but. I'll have a look. Okay. I don't have Gladbeck. I don't have Gladbeck because Gladbeck is only, as I've told, part of Ruhrgebiet. So I have Ruhrgebiet, Metropole Ruhr. So, let's see what we have. Nope, only everything light yellow.
So I think this will be the last line that I check. We have several things here. A bit here what we can harvest. But almost nothing, almost nothing. Nahezu nix. Da habe ich aber auch schon Old Arnolds gesehen mit mehr Ausbeute. Da. Ja, man findet riesige Nuggets, aber man findet halt irgendwie keine riesige Ader. Mm-mm. Ist alles schön hellgelb, aber mehr halt auch nicht, ne? Wird wahrscheinlich für eine Menge Plus in der Kasse sorgen. Aber es sorgt halt einfach nicht für mehr Asche am Konto. Zumindest nicht so kräftig Asche, wenn, der, wenn ich die Ader hier nicht finde. An den letzten hier drin ist nur noch eine Reihe vorhanden und dann halt hier oben das bisschen noch die Reihe quasi und dann verließen sie ihn quasi schon, ne? Was tun wir nun, was tun wir nun?
So, was haben wir jetzt? Natürlich haben wir keine richtige Ader gefunden. Müssen wir hier vorne noch die 235. So, 35 fortlaufende. Die machen wir jetzt der Vollständigkeit halber auch noch. Ich rechne mir da zwar relativ wenig Erfolg ein, aber was willst du machen? Sie gehören halt irgendwie dazu. Habe ich ihn? Ja, habe ich ihn. Zwar dunkelgrau, aber scheiße, ich habe ihn. Der rentiert sich nach Raupe auch eigentlich gar nicht, ne? Ja, natürlich kannst du reinkommen. Komm rein, du weißt, wo ich bin. So geheim ist das hier nicht. Aber ich bin halt wahrscheinlich nicht mehr lange da. Ich weiß nicht, wie lange ich noch da bin. Schauen wir mal. Und ja, alles grau, alles unschönes Wort. 68, 69, 70 könnte ich noch scannen. Wenn ich das noch nicht leer geräumt habe, heißt das.
gesagt, komm halt rein. Yippie-kai, Motherfucker. Ja, noch bist du nicht drin. Das würde ich sehen. Im Allgemeinen mache ich heute, also auch im Ingame-Tag, nicht mehr sehr viel. Jeden Tag, den ich hier brauche, kostet mich dieser Wagen hier nämlich pro, ne? Der kostet mich pro Tag 3.500. Das möchte ich mir eigentlich ersparen für mehr als einen Tag. Na, das ist wieder viel zu weit. So, dann schauen wir nochmal rüber. Ja, hier ist ein bisschen was Hellgelbes. Hier habe ich schon alles durch. Hier könnte er eventuell noch drin sein, die Ader. Die Hauptader. Ich mal von 263 bis Ende. Und 264 bis Ende. Und jetzt noch einen Erik bis zu Ende. Und dann bin ich am Ende. Moin, Erik. Moin, moin. Okay, also 263 und 264. Danach gebe ich diese komische Maschine hier zurück, weil sonst kostet die zu viel. So, 263 bis Ende, 264 bis Ende. Na gut. Letzten zwei Reihen, wo sie sein könnte. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Nee, Erik, bist du nicht mehr. Du bist dafür schön gemutet. Ja, ich bin gemutet. Aha. Das erschwert das Reden ungemein. Sag mal, meine Frage rein der Neugierde. Ich habe vorhin gesehen, du warst bei dir drüben drin und hast SnowRunner irgendwie gesendet in Discord. Mhm. Wenn du spielst, warum stellst du es nicht gleich ins Netz? Ich wollte es morgen tun. Nö. Mach einfach einen Tipp von mir. Wenn du irgendwas spielst und das spielst du länger als eine Stunde und es wäre tauglich fürs Netz, stell's rein. Was kann schon schlimmstenfalls passieren? Dass man dich auslacht, weil du sie so scheiße verhältst, ja, das passiert mir ständig. Das Problem ist, ich komme da nicht weiter in SnowRunner. Man macht da nichts. Ja. Man probiert und probiert und probiert. Wenn es nicht klappt, nochmal probieren. Du, ich bin jetzt die ganze Zeit in Gold Rush am Werk und bin eigentlich nur auf der Suche nach einer verschissenen Goldader. Es kann sein, dass die auch überhaupt nicht hier ist. Es kann sein, dass die hier irgendwo versteckt liegt. Wahrscheinlich ein oder zwei Felder, die ein sehr hohes Goldvorkommen haben. Aber bisher, was ich hier erreiche, das ist eher so das hellgelbe Zeug. Und das will irgendwie keiner. Je dunkelgelber, desto besser. Und ja. Das gesamte Feld aus dunkelgelb, das wäre halt schon geil. Aber ja. Die SnowRunner übrigens auch mit Lenkrad. Ich nicht. Definitiv nicht. Da bist du ja nur noch am Kurbeln. Ich finde die Steuerung genial.
Nö. Wie gesagt, SnowRunner ist ein Spiel, das mit Controller spiele. Ich will nicht, dass es morgen streamen. Ja, wie gesagt. Ich muss nur ein bisschen damit befassen. Ich nicht. Als Tutorial da. Ich nicht. Ich habe ich hab das Ding das erste Mal gespielt und gleich angefangen zu streamen. Weil, wie gesagt, ja, was kann passieren? Ja, super, wenn ich nicht durchblick und nicht weiterkomme, ja, dann ist das halt so. Hierbei genauso. Es kann sein, dass kein einziges Feld auf dunkelgelb hier existiert. Ja, blöd. Ja, die werden random vergeben. Dann ist halt diesmal keins da. Dann mache ich da halt weiter mit. Ich war halt an Knobeln heute vorm Tag. Ich habe mir halt Paysafe-Karten geholt und dann war ich halt am Knobeln. Was soll ich mir holen? Dann wieder TSW, dann war TS und dann kam SnowRunner an. Dann habe ich mich dazu entschieden, über Steam den SnowRunner zu holen. Wie gesagt, wir können gerne mal das Ding im Multiplayer spielen. Ach ja. Karun, der wird da auch mitspielen. Allerdings, der Karun hat meistens am Abendzeit, denn er hat ein sehr, sehr beschäftigtes Real Life. Man kann es ja auch zu zweit spielen. Ja, aber ich habe ihm gesagt, dass ich hauptsächlich mit ihm auch das spielen möchte, weil er da schon relativ weit ist und mir auch sehr, sehr helfen kann dabei. Ja. Und da würde ich auch annehmen. Aber wie gesagt. Es geht halt natürlich auch nur dann, wenn er Zeit hat. Und da berichte ich mir halt ganz nach ihm. Ich hoffe, das würde gut ankommen, wenn ich mal was anderes streame, was auch interessant ist. Sagen wir es so. Ich neige dazu, das habe ich schon mal gesagt, dass ich mich sehr, sehr in Spielereien vertiefe. Das heißt, ich bin früher OMSI gefahren und ich habe das auch gestreamt und wirklich an 5 Tagen die Woche mit jeweils mindestens 3 Stunden. Das grenzt halt schon sehr, sehr an Arbeit. Und wie soll ich sagen, es ist ein bisschen blöd. Ich steigere mich da immer sehr, sehr rein oder kann mich da sehr, sehr reinsteigern. Und aus dem Grunde probiere ich halt auch andere Spieler mal zu streamen. Spiele, die mir halt Spaß machen. Ich habe heute schon Banished gestreamt. Ich streame jetzt hier eben Gold Rush. Ich habe davor schon mal öfter ab und zu auch mal Anno gestreamt, Anno 2070, dann Factorio. Also all diese Spiele, die ich halt auch sehr gerne spiele, probiere halt einfach ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Ich will verhindern, dass es ein reiner OMSI-Kanal ist. Und Karun wird damit wahrscheinlich auch weitermachen. Also nicht mit OMSI, sondern mit der Abwechslung. Das heißt, mit OMSI kann er in etwa gar nichts anfangen. Mit Simulatoren steht er nicht unbedingt jetzt so hundertprozentig auf Perdu. Ich würde so einschätzen, dass er wahrscheinlich einen Flight Simulator nur deswegen installieren würde, um zu sehen, wie der so ist, was der so kann und was der so macht. Aber so richtig sein Genre sind eher Adventures, beziehungsweise insbesondere solche dunklen, düsteren Adventures. Call of Cthulhu steht ganz groß auf der Liste. Sherlock Holmes steht ebenfalls ganz groß daneben. Und den einen oder anderen Ego-Shooter. Das heißt PUBG und Serious Sam könnte man wahrscheinlich auch noch für begeistern. Und was haben wir noch? Ab und zu mal eine Runde Diablo 3. Und ich weiß nicht, ob wir nochmal dazukommen werden. Overwatch. Aber Overwatch steht in den Sternen. Bei den anderen ist er relativ häufig drin zu finden. Und ich könnte hier halt einiges streamen. Wie gesagt, warum machst du es nicht einfach? Also ich hätte noch LS9 im Angebot. Warum machst du es nicht einfach? Was kann schlimmstenfalls passieren? Ich habe mich daran gewöhnt. Mhm. Ich glaube, das werde ich auch nicht mal rausbekommen. Damals habe ich auf der PS4 gestreamt. Ja. So. Habe ich Fortnite gestreamt. Oh, so. Da war es auch noch beliebt und so ein Scheiß. So. Und da habe ich halt dann immer wieder geguckt, ist einer drin im Stream, guckt mich jemand zu. Nee. Da habe ich gefühlt nach 10 Minuten, weil mir keiner zuguckt, den Stream wieder beendet. Völlig falsche Einstellung. Daran habe ich mich halt gewöhnt. Völlig falsche Einstellung.
wenn ich jetzt zum Beispiel sowas wie Gold wasche, was du als spielst, ja, wenn ich sowas streamen würde und mir guckt keiner zu, ja, würde ich den Stream nach einer halben Stunde vielleicht wieder beenden. Ich nicht. Ich habe hier mal am Anfang, als ich den Kanal begonnen habe, habe ich da gesagt, also das Minimum, was ich hier streamen werde, wird eine Stunde sein. Das heißt, wenn ich den Stream anschmeiße, bin ich mindestens eine Stunde dabei. Momentan bin ich schon wieder ein Dreiviertelstunden dabei. Es wird nicht weniger werden. Und ich werde mich auch daran halten. Das heißt, ich schaue nicht drauf, wie viele Leute mir zuschauen. Das sollte niemand tun. Man sollte nicht schauen, wie viele Leute zuschauen. Du spielst in erster Linie doch nicht das, was irgendwie den Leuten Spaß macht. Du spielst das, was dir Spaß macht. Und die schauen dir zu, weil sie jemanden sehen, dem Spaß macht. Das geht aber nicht, wenn du nach 10 Minuten wieder abdrehst. Okay, Hillsman. Hillsman ist ein Mensch, Engländer, der Chef von Moonlighters aus OMSI 2. Und der ist gerade auf der Linie 174 unterwegs auf Julingen. Und fährt da gerade Richtung Grubener Strand, die 131 Minuten, ist jetzt etwa bei der Hälfte. Das war's, was mir kommende Freitag vorsteht. Wie gesagt, ich schaue nicht drauf, wie viel mir zuschauen. Nee, ich spiel dieses Spiel, weil es mir Spaß macht. Ich spiele dieses Spiel, weil ich es lange nicht mehr gespielt habe und weil ich es gerne mal wieder spielen würde. Und wem es gefällt, ja, der schaut mir halt zu. Und wem es nicht gefällt, ja, der lässt es halt bleiben. Aber deswegen, aber wenn ich das Ding eh schon spiele, dann kann ich es doch gleich ins Netz stellen, oder? Ich wollte ja auch mal LS19 spielen. Das ja. Problem ist, ich spiele sowas. Ich spiele sowas gerne Multiplayer. Und dann würde ich vorschlagen, wende dich hier in dem Discord an den Lukas. Der hat einen Server. Oder frag einfach nach, hier gibt es auch irgendwo eine Gruppe dafür. Ob sie noch einen Platz frei haben. Ja, und dann denke ich mal, wird nichts im Wege stehen, da, dass du beim Multiplayer mitmachst, wenn noch ein Platz frei sein sollte. So, ich muss jetzt aber erstmal ganz schnell. Nein, falsches Menü, ganz schnell nachschauen. War jetzt Coffee vielleicht. Ach nein, war natürlich wieder nichts, ne? Ist klar. Alles für die Katz, alles für die Tonne. Das ist alles nicht mehr feierlich. Was haben wir hier? In zwei Meter Gold. Gar kein Gold. Mittelgold. Hier kommen wir langsam in den Bereich des Möglichen. Oben haben wir Schrott. Aber recht hast du. Ja, du solltest dich einfach ansetzen. Wie gesagt, setz dich hin, mach einfach. Ich habe ja auch vor, am Samstag einen 24-Stunden-Stream zu machen. Weißt du, es gibt da eine Heavy-Metal-Band. Diese Heavy-Metal-Band nennt sich Running Wild. Die mag ich unter anderem deswegen, weil der Sänger, der heißt Rolf Gasparek, also Rock'n'Rolf genannt, der hat ein sehr, sehr gesundes Motto. Er spielt Musik, die ihm gefällt. Nur die ihm gefällt. Das heißt, wem diese Musik auch gefällt, ja, der schaut halt zu oder hört sie sich an. Wem sie nicht gefällt, der hört halt weg. Aber der fängt jetzt nicht an, eine andere Musik zu machen, nur weil sie ihm nicht mehr gefällt. Hallo Mikey, grüß dich. Ja, guckst du. So schnell geht's, Erik. Ja, ich brauche heute nur jemanden, der... Schau in den Chat, Erik. So schnell geht es. Ich brauche halt nur jemanden, der mir sagt, hier, pass auf, wir fangen jetzt hier meine kleine Farm an. Ja, wie gesagt, kaum hast du das ausgesprochen, meldet sich im Chat ein Mensch, der einen Server hat. Ja, schneller geht's doch nicht mehr. So, jetzt habe ich das Ding durchgescannt, jetzt würde ich gerne zurückgeben. Wo war denn mein Auto? Wo habe ich das Ding denn geparkt? Ach, das hat er da vorne hingestellt, ne? Ja, genau, da vorne steht das. Ja, Mikey, wie gesagt, also... So schnell kann das gehen. Du hast gefragt nach einem Menschen, der einen Server hat und wo du mitspielen kannst. Und schon hat er sich gemeldet, der einen Server hat, wo du mitspielen kannst. Bitte? Das ist zwar nicht die STC und das ist auch nicht der Lukas, aber das ist ein Mensch, der einen Server hat, wo du mitspielen kannst, ne? Das Problem ist, ich
die Funktion nicht, Mods aus dem Internet zu installieren. Doch, es geht. Da gibt es diverse Seiten wie Modhoster und ähnliches. Die funktionieren bei mir nicht, die Mods. Natürlich funktionieren die. Die funktionieren bei jedem. Ich habe bisher keinen gesehen, bei dem sie nicht funktionieren. Niedersachsen 21 kenne ich jetzt nicht. Was ich recht gerne mehr gespielt habe, das war sowas wie Nordfriesische Marsch und sowas. Allerdings eine von mir noch nachträglich veränderte Karte. Die habe ich damals immer recht gern gespielt. Das lag daran, weil die Map-Erbauer kamen meistens auf irgendwelche glorreichen Ideen und bauen hier mal eine Kollision, da mal eine Kollision hin. Und die Kollisionen gehen mir halt ziemlich auf den Sack. Und um die wegzubekommen, hilft halt eigentlich nur. Hilft dann eigentlich nur Nachbearbeitung der Karte. So, das Zeug, was wir jetzt eingesammelt haben, geben wir jetzt auch schön brav wieder zurück. Das heißt, diesen Erdbohrer hätte ich gern wieder zurück. Maschinen bewegen. Da war ich Geld los. Und dann würde ich gerne irgendwo, wo es geht, das Ding zurückgeben. Nein. Ich würde das Ding gerne zurückgeben. Wo kann ich das Teil zurückgeben? Das Ding hier? Wo kann ich das Ding zurückgeben, sag mal? Muss ich das Ding verkaufen? Lagerplatz. Wo ist denn der Lagerplatz? Ich bin hier beim Lagerplatz. Okay, vielleicht geht's ja hier irgendwo. Vielleicht kann ich ja hier irgendwo das Ding, wenn es am Lagerplatz ist, Menge Miete hinzufügen. Nein, ich will es nicht hinzufügen, ich will es wegtun. Miete, nein, ich will auch nicht mieten. Ich will es eigentlich zurückgeben, das Teil. Hallo, Kaling? Okay, wenn das hier nicht geht, ja, dann transportieren wir den Erdbohrer nochmal hin. Nochmal 1500 weg. Und probieren ihn da gleich mal zu verkaufen, wenn wir am Ziel sind. Vielleicht geht das ja. Wie gesagt, Mikey, dann sprichst du am besten dich nochmal mit Erik ab. Schauen wir mal, ob wir da oben das Ding vielleicht da verkaufen können. Das ist ganz normal. Oder zurückgeben. Es gibt ja eine Möglichkeit, das Ding zu verkaufen. Platz hier. So, wenn ich den jetzt hier zurückgebe. Verkaufen. Preis 0. Ja. Ja? Dann ist er. Ja, hier ist er zurückgegeben. Super. Dann passt euch. Was jetzt noch zu tun ist, ich brauche dringend Geld. Das findet man als Schmied. Ich muss die Zeit ein bisschen hochstellen, weil diese Aktion gerade eben, die hat mir über 10 Kilo Gold gebracht. Au! Sag mal, wie stabil sind die Steine hier eigentlich? Ich fühle mich hier fast wie in PUBG. Kiesel des Todes und sowas, ne? Liegt ein winzig kleiner Stein auf dem Boden. Fahr dagegen und ramponiere das Auto. Au! Oh, er ist nicht mehr da drin.
We are there yet, okay. Dann werde ich beim Erik, den Erik nochmal reinziehen. Da ist er wieder. Ja, wie gesagt, ich habe die Geräusche im Teamspeak sowie Discord abgeschaltet. Ist halt ruhiger für den Stream. Daher höre ich auch nicht, wenn jemand raus oder reingeht. Ich sehe gerade, die meisten Streamer haben bei Snowrunner nur einen Zuschauer oder. Ja und? Deswegen machst du nichts. Na, dann wird doch nichts draus da. Das kriegt man auch nicht mehr aus mir raus, dass ich da gucke. Ja, richtig, und damit kannst du Stream auch sein lassen. Danke der Nachfrage. Ja, es ist so. Du lachst, aber. Wenn du nur dann streamst, wenn die Leute zuschauen, dann wird dir niemand zuschauen. Weil am Anfang wird dir niemand zuschauen. Oder sehr wenige zuschauen. Und wenn du sagst, ach ja, dann will ich lieber nicht. Ja, dann wirst du am Anfang keine haben und später keine haben, weil du nicht den Anfang wagst. So einfach ist das. Mittlerweile ist das so, dass ich im Stream meistens mehr als 6 Zuschauer habe. Tja. Meistens mehr ungefähr. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich habe. Es ist mir auch ziemlich wurscht, wie viel ich habe. Wenn die Leute, wie gesagt, ich bekomme von Twitch immer Nachrichten am Ende von jedem Stream, wie viele Zuschauer das waren, wie viele Durchschnittszuschauer das waren und wie viel. Was haben wir hier wieder eine irgendwo? Ah, da ist eine. Aha, meins. Und wie viele Lurker es waren. Lurker sind die Leute, die einmal kurz reinschauen, sagen ja, schön das Stream und gehen wieder. Die werden normalerweise hier erst, wenn die angezeigt werden, sind hier die mal kurz reinkommen und wieder rausgehen. Und das sind teilweise 60 Leute bei mir. Allerdings, die werden nicht angezeigt. Und wenn ich danach vorgehen würde, euer Schaut keine zu, geh mal wieder, ja, dann hätte ich eigentlich schon theoretisch vor 4-5 Monaten Schluss gemacht mit Streaming. Oder was soll ich denn hier? Schaut da eh keiner zu. Was mache ich denn hier? Alles doof. Nein, natürlich nicht. So, Autosave, Anzeige, Geschwindigkeitsrausch, mal 12. Möchte das Gold eingeschmolzen kriegen. Bitte was? Ich hab mir das aber schon etwas abgewöhnt. Ich da gucke, was die Spiele für Zuschauer haben. Nö. Bei mir kein Ding. Ich spiele wie gesagt auch nicht das, was mir irgendwie Mainstream vorschreibt oder sowas. Ich spiele das, was mir Spaß macht. Das sollte jeder eigentlich so machen. Weil du kannst nicht irgendwie ein Spiel repräsentieren, wenn es dir keinen Spaß macht. Wenn du sagst, müssen wir wieder das machen und dann dieses machen, dann macht mir aber garantiert keinen Spaß. Ja, vielen Dank, Marvin. Braucht man nicht. Zur Erklärung, Marvin war aus Beandert der Galaxis der manisch-depressive Roboter. Mit so einer Voreinstellung, da brauchst du nicht anfangen. Ich habe mir das ja, wie gesagt, schon etwas abgewöhnt. Dann gewöhnst du dir ab. Gewöhnst du dir ganz ab. Schau nicht drauf, was deine Streaming-Zahlen sagen. Stream, was dir Spaß macht. Stream, solange wie du spielst. In dem Moment, wo du was anfängst zu spielen, stellst ins Netz. Und wenn du aufhörst, dann hörst du halt auf. Ja. Und gewöhn dir vor allem an, wenn du spielst, spiel irgendwie eine Stunde. Mindestens eine Stunde. Ja, also ich habe schon geschafft, da habe ich fast 4 Stunden schon gespielt. Ja. Die letzte Mal Omsi waren bei mir 6 Stunden. Ich habe heute auch schon 2,5 Stunden woran war ich vorhin? An Banished habe ich dran gesessen. Ja, warum nicht? Macht Spaß. Ich weiß nicht, wie viele mir dazugeschaut haben. Ich schaue da ehrlich gesagt nicht drauf. Ich weiß, ich werde morgen wieder 3 Stunden an Omsi spielen. Ich weiß, wenn ich früh genug aus dem Bett komme, werde ich vormittags auch noch was spielen. Eventuell wird es auch am Abend noch was werden. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß, ich werde noch mal ganz kurz nachher in Omsi reinschauen, um die
Werkstätten dadurch zu machen, aber das werde ich nicht streamen, weil das ist erstens ultra langweilig und zum zweiten garantiert weniger als eine Stunde. Und das mute ich dann den Zuschauern nicht zu. Die sollen ja, wenn sie den Kanal anschalten, sollen sie ja wissen, ich bin hier mindestens eine Stunde da. Nächster Bahn ist fertig. Geht das jetzt nur so schnell, weil ich das die Zeit ein bisschen hochgestellt habe? Gold schmelzen? Ja, ich bin sicher. Eine zweite Bahn. Mach mal so lange, bis das Geld alle ist. Tja. Ja. Ach, irgendjemand schaut mir hier gerade zu. Sieh an. Zolli, der zieht auch immer durch. Der. Was ist der Zolli? Ja, der hat ja auch schon. Ja, Zolli ist irgendwie so was ganz Spezielles. Von dem sieht man nichts, von dem hört man nichts. Und dann kommt irgendwie wieder die Nacht. Übrigens, wir machen eine Leitstelle nächsten Samstag. In 4 Tagen. Mhm. Ja. Ganz genau. Wie gut ist das, so kurzfristig bekannt wurde. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich kommenden Samstag Zeit habe. Das ja, ist ich ein bisschen bin eingestellt als Leitstellenleiter bei ihm. Ja, mag sein, aber man erwartet natürlich, dass bei Zolli Reisen auch Zolli da ist, ne? Ja, Zolli ist da. Zolli macht ja die Leitstelle. Ich helfe nur mit. Ja. Wie gesagt, aber man sieht und hört halt nichts von ihm. Ja, das ist richtig. Ich habe jetzt eine Ahnung. Ja, wie gesagt, früher war Zolli gerne mal hier im Discord, ab und zu mal im Chat, man hat sich unterhalten, aber irgendwie ja, in letzter Zeit gar nicht mehr. Dann sieht man eigentlich, das Einzige, was man von ihm noch sieht, ist ab und zu so eine Nachricht, übrigens, wir machen Leitstelle. Das, ja, außerdem Wochenende ist bei mir normalerweise streamfrei. Das liegt daran, dass ich mich sonst viel zu viel reinsteigern würde. Zwar nicht streamfrei, aber auf jeden Fall OMSI-frei. Ich werde wo bin ich denn jetzt hier reingekommen? Wer schaut mir denn überhaupt gerade zu? Gibt es hier irgendwie eine Anzeige dafür? Diskussion, Community App, Gold Rush, bla blub. Keine Ahnung, wer mir zuschaut. Irgendjemand wird mir gerade zuschauen. Ich habe auf jeden Fall gerade eben eine Nachricht bekommen, dass mir jemand zuschaut. Mit sehr dubios. Hoppla. Aber egal. Egal. Wie gesagt, wieder ein Barren fertig. Das dauert mir jetzt alles eigentlich ein bisschen zu lange. Die Barren, die ich jetzt habe, die werden erst einmal reichen. Wie sind es gerade? 1, 2, 3, 4. Das heißt, das sind in etwa 80.000 Dollar. Da machen wir 100.000 noch draus und dann war es das erste Mal. Das heißt, nachdem schmelzt man noch einen ein und danach gehen wir zu Bett. Und dann hören wir im Stream auch auf. Dann haben wir das ganze Feld durchgescannt. Und das eine Ding, was ich mir da vermerkt habe, da werden wir auf jeden Fall noch mit dem Bagger in die Richtung gehen. Denn die Teile hätte ich schon noch gerne. Es wird wahrscheinlich nur ein bisschen dauern. Aber im Endeffekt werden wir das ganze Feld abernten dürfen. Zumindest so lange, bis wir uns ein anständiges Feld leisten können. Meine Güte, der braucht wieder. Vor allem die Nuggets, die waren noch so schnell vorhanden, ne? Und der Schmied, der ist noch gar nicht upgraded. Und noch ein letzter. Die dauern halt immer eine Viertelstunde, aber mit 12-facher Beschleunigung ist das zum Glück doch innerhalb von 1,5 Minuten gut durch. Aber es nervt halt immer etwas, weil es halt so irre lange dauert.
Da kommt als nächstes der Magnetitabscheider mit dazu. Der wird Gold und Magnetit trennen und mit Magnetit im Endeffekt kann man den Schmied verbessern. Da braucht man halt nur 35 Kilo, das braucht Ewigkeiten, bis fertig ist. Und auch nur Zeit und Kosten, Goldverlust, Menge ist vor allem interessant. Aber Menge braucht halt 50 Kilo Magnetit. Das ist halt schon eine so richtige Hausnummer. Da müssen wir noch gucken, wie das funktioniert und ob das funktioniert. So, das ist quasi jetzt die letzte Bahn. Das tue ich euch jetzt nicht nochmal an. Das sind der sämtliche 10 Kilo Gold, die ich hier in der Hand habe. Also die jetzt alle in Bahn verarbeiten lasse. Das machen wir vielleicht irgendwann mal als Recording, aber nicht garantiert in der Stream. Da bin ich ja nur noch am Einschmelzen beschäftigt. Und da werden mir die Leute wahrscheinlich vor dem Rechner wegpennen wieder mal. Das passierte mir zuletzt bei der Leitstelle. Das will ich nicht unbedingt wiederholen. Die wollen wahrscheinlich sehen, wie wir das Gold da ausbuddeln und nicht, wie wir hier Barren stundenlang einschmelzen. Könnte ich mir zumindest jetzt recht gut vorstellen. So, der ist auch fertig. Dann würde ich sagen, erstmal Einstellungen, Spiel. Bitte wieder runterstellen auf einfache Geschwindigkeit. Anwenden, zurück. Fertig, weiter. Hier wieder aus, rausgehen. Und dann haben wir einen Barren. Den brauchen wir eigentlich streng genommen gar nicht ins Auto reinzulegen. Da das Ding eh nicht Multiplayer-tauglich ist, wird es keinen geben, der es wegnimmt. Aber bei der Bank verkaufen sollten wir die Teile dann doch. Ein Barren sind hier 250 Gramm etwa. Ich schätze, dass wir etwa knapp 100k dabei rausbekommen. Ach, Motor ist noch an, ist aber wurscht. So, Goldbarren verkaufen. Ja genau, 21.000 pro Stück. Einer weg. Zweiter weg. Dritter weg. Vierter weg. Fünfter weg. Ach, sechs sogar waren das, okay. Und sechster weg. Damit haben wir 150k dabei. Können wir mal schauen, was so die anderen Parzellen kosten. Die waren jetzt bei 600k beim Kaufen, 0 beim Pachten. 1,2 Millionen beim Kauf. Das ja, ist schon interessanter, klar. Mittel, dann natürlich hier Goldmenge hoch mit 1,8 Millionen. Und sehr viel, ich weiß nicht, ob es sehr hoch ist, keine Ahnung. Das ist den Nighthawk Valley. Das ist auch sehr interessant, die habe ich in einem anderen Spiel schon. In dem, wo mir der Bagger durch die Luft flog. So, da würde ich sagen, gehen wir hier erstmal wieder raus und fahren zurück und gehen ins Bett. Und dann war es das für diesen Tag. Ja. Vielleicht soll ich den Magnetitabscheider gleich mitnehmen, hm? Das wäre doch eine Sache. Ich deswegen schon mal nicht mehr weiterzufahren, wo ich schon mal gerade da bin. Magnetitabscheider, der sieht etwa, nee, das ist er nicht. Das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Nee, da steht er, ne? So schaut er aus, genau. 2713, ich glaube, dafür nehmen wir einen mit, ja. Dann braucht der natürlich einen kleinen Wasseranschluss. Einen kleinen Wasseranschluss. Und Strom braucht er, glaube ich, auch, oder? Braucht er Strom? Ich denke, er braucht Strom. Ja, hier vorne ist normale Steckdose. Das heißt, da drüben habe ich noch, glaube ich, einen Wandler. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein kleines Stromkabel. Und wir brauchen auf jeden Fall einen Schlauch. Und wir brauchen auf jeden Fall einen Anhänger, wo wir das Magnetit reinpacken können. So, und damit gehen wir zur Kasse, weil da haben wir jetzt ein bisschen Kohle am Konto. Ah, es macht 6.570, ach, her damit. Das Ding kommt mit. Fehlt noch was? Ach ja, genau, natürlich fehlt noch was. Fehlen noch mindestens zwei Eimer. Einmal kannst du nie genug haben. Wenn es mal schlecht ist. Ich hab jetzt gemutet. Bitte, was hast du gemutet? Ich
bin mal kurz gemutet. Jojo. Einmal kannst du nie genug haben, wenn du mal schlecht. Nee, falscher Anfang. Wenn du irgendwas rein rum vor zurückpacken möchtest, Eimer sind da die ideale Wahl. Ein Eimer. Und noch ein Eimer. Und jetzt nehmen wir den Magnetitanhänger mit, denn das ist die beste Wahl, das fertige Magnetit, wenn es davon abgeschieden wurde vom Gold, einzupacken und zur Fabrik zu fahren. Damit fahren wir jetzt zurück Richtung Claim. Ich kann mich erinnern, dass früher das... Na, fährst du halt mal um die Kurve, du Depp? Sag mal, geht's noch? Vier geländegängige Reifen drunter, Allradantrieb an, Differentialsperre an und trotzdem fährt er geradeaus. Du, das ist doch kein Sperrdifferential, das ist doch bloß der Sattel, sag ich mal. Na gut, egal. Wir sind wieder zurück zu Hause und wir müssen irgendwo diesen Anhänger hier hinstellen. Ich stelle ihn jetzt einfach mal hier hinten hin, da steht er bestimmt ganz gut. Der Magnetitabscheider. Habe ich hier oben eigentlich noch Platz dran? Ich denke aber schon, oder? Ja, genau, hier habe ich noch eine Menge Platz. Von dem Ding hier habe ich auch noch eine Menge Platz. Ja, da ist erst, glaube ich, eins belegt, ne, oder? Einer belegt? Ja, genau. Ne, sind beide belegt. Na gut, da werden wir wahrscheinlich da den einen lösen müssen, um den anderen zu betreiben, aber. Ist ja auch nicht wie bei einem Leute, das werden wir schon hinkriegen. So, einmal sind wir das Ding da. Und der Schlauch. Ist dementsprechend, denke ich, hier ran, ja genau. Aber hier ist kein Platz mehr für den Schlauch, das heißt, wir legen den erstmal hier hin. Und dann braucht man natürlich noch das Niederstromkabel, also es sind Niederspannungskabel, nicht Niederstrom, Niederspannung natürlich. Geht hier hoch zur Verteilerdose. So, den hätten wir jetzt auch. Und damit würde ich sagen, gehen wir ins Bett. Und abbauen. Abbauen werden wir das Zeug dann morgen. Ups, am Motor anlassen wäre eine super Sache, wenn ich den Wagen wegfahre. Dann geht das erheblich leichter.
Thongbridge. Okay. Würde ich sagen, das wieder, war wieder mal ein Tag in Omsee. Nee, nicht in Omsee, im Thongbridge. Warum sagt er mir Thongbridge? Thongbridge is absolutely okay. Why do you censor it? Why does he censor that? Don't know. Okay, schlafen wir bis zur Dämmerung. Schanarch. So. Provision der Pacht in Gold, 473 Gramm, haben wir jetzt gezahlt. Damit würde ich sagen, war es das erstmal hier. Stream 2021, Spiel gespeichert. Ja, ich möchte ihn wirklich überschreiben. Und ich würde sagen, I would say I will end this stream by now. Because it's rather late and I will go to bed in short. I'll be a bit awake then, but mainly I'm at the end of the stream by now. I wish you a good night. Und an alle Deutschsprachigen hier im Raum, ich werde mich nochmal gleich im Discord kurz muten, etwa so. Dann danke ich erst einmal, was, du bist aktuell stumm geschaltet. Ja, was du nicht sagst, lieber Discord. Habe ich halt gerade eben drauf gedrückt, ne? Aber, pst. Ja, genau, was wollte ich sagen? Ich danke erstmal allen Leuten, die zugeschaut haben. Das waren knapp wieder 2,5 Stunden. Und ich danke, genau, Jörg Grantuis auch für den Follow. Ich sehe gerade, du folgst mir vor 2 Stunden. Ich weiß zwar nicht, warum er mir jetzt das doppelt angezeigt hat, weil du folgst mir eigentlich schon seit vorgestern. Aber egal, davon abgesehen, vielen Dank natürlich auch dir. Und ich danke natürlich allen Leuten, die zugeschaut haben. Ich danke allen Followern, allen Abonnenten, allen Cheerern und allen Donatern. Und ich würde sagen, wir sehen uns alle spätestens morgen. Gibt es um 15 Uhr auf jeden Fall wieder einen Stream mit Omsi 2. Da bin ich in Hamburg unterwegs. Auf der fiktiven Linie 106. Die verbindet die reale Linie 109 und die reale Linie 111. Nee, oder? Nein. Nee, 6 und 109. So. Ergibt zusammen 106. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall werdet ihr morgen sehen. Dann, ob morgen Vormittag der Stream kommt, weiß ich noch nicht, je nachdem, wann ich ins Bett komme. Aber auf jeden Fall sehen wir uns spätestens, wie gesagt, morgen um 15 Uhr. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen, vielen Dank für den Support und ich würde sagen, wir sehen uns, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
There's no reason I'm trying to save me from them just if they're all aware.